Wie gestalte ich ein wissenschaftliches Poster? Und was hat das mit Comics zu tun? Sie können dieselbe Geschichte so oder so erzählen. Zum Beispiel so wie in diesem japanischen Roman. Mit vielen Worten auf vielen Seiten. Oder Sie erzählen sie so. Und das hier ist die Vorlage für Ihr Poster. Das heißt, wir müssen das hier hinbringen. Das ist ein bisschen gemein. Denn zum Beispiel in den Naturwissenschaften oder auch in den Sozialwissenschaften haben sie bereits grafische Elemente, zum Beispiel Tortendiagramme. Wir haben tatsächlich sowas hier in den Geisteswissenschaften. Und in der Philosophie haben wir sowas. Das ist eine Ausgabe von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Allein der Titel ist schon etwas sperrig und wenn Sie es aufschlagen, sehen Sie, es wird noch schwieriger. Im schlimmsten Fall haben Sie das Ganze auch noch in Fraktur. Das heißt, Sie müssen das hier oder auch das hier irgendwie hier hinbringen. Wie machen Sie das? Wie können wir in den Geisteswissenschaften und vor allem in der Philosophie das Idealverhältnis von 30% Text und 70% Grafik erreichen, das in den anderen Wissenschaften vorgegeben ist? Beziehungsweise, wie können wir uns dem annähern? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie müssen den Text in Grafik überführen. Und da habe ich zwei Tipps für Sie. Der erste heißt Transformation. Die erste Möglichkeit, den Text in Grafik zu transformieren, ist es, ihn schematisch darzustellen. Hier bieten sich Kants Kategorien als Beispiel an. Die finden Sie in diesem wunderbaren Werk, der Kritik der reinen Vernunft, auf vielen, vielen Seiten dargelegt. Sie können allerdings die vier Gruppen von Kategorien, Quantität, Qualität, Relation und Modalität, ganz wunderbar auch in einem Schema darstellen, wodurch Sie sehr viel Text sparen. Das liegt auch daran, dass Kant selbst sehr stark schematisch gedacht hat. Deshalb bietet es sich immer an, wenn man sein Werk zu erschließen versucht, sich Schemata zur Hilfe zu nehmen. Und für ein Poster eignet sich das umso mehr. Eine zweite Möglichkeit ist es, den Text zu kürzen und durch Grafiken weiter zu erläutern. Da habe ich Ihnen ein Beispiel von mir selbst mitgebracht. Hier haben wir eine These von mir. Wir sind alle gebiased. Das heißt, wenn wir einander gegenüberstehen, ist mein Rechts dein Links. Und das heißt, wir haben immer eine unterschiedliche und einseitige Perspektive auf die Dinge, die für sich genommen nicht universell wahr sein muss. Mein Links ist eben mein Links und nicht deines. Diesen Text können Sie sehr gut kürzen, weil es um etwas Optisches geht. Und das lässt sich meist gut grafisch darstellen. Zum Beispiel so. Und alles, was dann an Text noch stehen bleibt, ist These, wir sind alle gebiased. Die dritte Möglichkeit ist es, dass Sie Textteile grafisch zueinander anordnen. Da habe ich Ihnen Kants kategorischen Imperativ als Beispiel ausgesucht. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es nicht den kategorischen Imperativ, sondern dieser findet vielfältige Formulierungen innerhalb von Kants Werk. Und diese vielen, vielen Formulierungen lassen sich sehr gut in Formeln zusammenfassen. Eine gängige Einteilung ist diese hier in vier Formeln, die Sie sehr schön grafisch anordnen können. Die Tipps zur Transformation habe ich Ihnen noch einmal zusammengefasst. Sie können das Idealverhältnis von Text und Grafik anstreben, indem Sie den Text in grafische Elemente verwandeln. Zum Beispiel, indem Sie Textinhalte schematisch darstellen, Text auf das Wesentliche beschränken und durch Grafiken weiter erläutern oder auch Textteile grafisch zueinander zuordnen. Ziel ist es dabei, den Text zu minimieren, ohne den Inhalt zu verlieren. Tipp 2 lautet, Text ist nicht gleich Text. Denn wir haben es in der Regel mit Fließtext zu tun und leider selten mit gutem Fließtext. Nicht nur, dass wir es mit Fraktur zu tun haben, wie hier bei Herder, sondern wir haben auch so wunderbare Formulierungen, wie wir sie zum Beispiel bei Immanuel Kant häufig finden. Da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht und zeige Ihnen, wie man das auflösen kann. Den kategorischen Imperativ kennen wir irgendwie doch alle. Aber verstehen Sie diesen Satz? Denn da der Imperativ außer dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäß zu sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war, so bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäß sein soll und welche Gemäßheit allein der Imperativ eigentlich als notwendig vorstellt. Und? Alles klar? Was machen wir jetzt daraus?
Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle die Ratschläge von Kurt Tucholsky für gute Redner. Ich empfehle Ihnen auch die Ratschläge für schlechte Redner. Die finden Sie bei YouTube oder auch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Die Ratschläge für gute Redner sind an dieser Stelle ungemein hilfreich. Und zwar der erste. Der lautet Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Und Sie werden sehen, was das bewirken kann. Der Imperativ enthält außer dem Gesetz selbst nur die Notwendigkeit der Maxime, diesem Gesetz gemäß zu sein. Das Gesetz enthält keine Bedingung, auf die es eingeschränkt war. Es bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig. Diesem Gesetz soll die Maxime der Handlung gemäß sein. Diese Gemäßheit allein stellt der Imperativ eigentlich als notwendig vor. Fantastisch, oder? Sie können die Ratschläge von Tucholsky auch noch verschärfen, gerade wenn es um ein Poster geht, und sagen Stichworte, Stichworte, Stichworte. Ich habe Ihnen Tipp 2 nochmal zusammengefasst. Das Vorgehen beim Umgang mit dem Text lässt sich also folgendermaßen zusammenfassen. Als erstes müssen Sie die Textpassagen heraussuchen, die Sie für wichtig erachten. Schauen Sie sich dazu gerne auch meine Tipps zum Thema Texterschlüsselung an. Als nächstes müssen Sie den Fließtext in einfache Sätze und wenn es geht in Stichworte umwandeln. Und als letztes müssen Sie streichen. Das ist schwierig, aber es gibt einen Trick. Fragen Sie sich bei jedem einzelnen Punkt, ob er notwendig ist oder überflüssig. Und machen Sie sich klar, dass es nur diese beiden Kategorien gibt. Und überflüssig ist all das, was entweder keinen Bezug zu den wesentlichen Punkten hat, die Sie aufs Poster bringen möchten, oder was keine Funktion dafür hat. Damit kommen wir zum Umgang mit grafischen Elementen. Und auch hier gilt die Regel, weniger ist mehr. Das heißt, Sie können auch hier den Trick anwenden und fragen, welche grafischen Elemente sind notwendig und welche sind überflüssig. Notwendig sind nur diejenigen grafischen Elemente, die eine Funktion erfüllen für den Text, den Sie darstellen wollen. Das heißt, grafische Elemente können zwei Funktionen haben. Funktion 1 ist die Visualisierung und Erläuterung von Text, so wie wir es eben schon gesehen haben. Funktion 2 ist davon unterschieden, das ist der Eyecatcher. Der Eyecatcher muss nicht unbedingt einen Bezug zu einem bestimmten Text teilhaben, aber er muss einen Bezug zu Ihrem Poster haben. Und er kann zwei Effekte haben, die Sie bedenken müssen. Ein guter Eyecatcher zieht, aber wohin? Zieht er die Leute zu ihrem Poster, ist das gut. Aber wenn er innerhalb ihres Posters die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt zieht und dadurch von anderen, vielleicht sogar noch wesentlicheren Teilen ablenkt, sollten Sie versuchen, das zu vermeiden. Das heißt, das sind zwei Aspekte, die Sie immer gegeneinander abwägen müssen. Und abwägen ist ein gutes Stichwort, auch generell zum Thema Optik versus Inhalt. Ja, das ist der alte Streit zwischen Optik und Inhalt. Und jetzt raten Sie mal, wer in der Regel den kürzeren zieht. Richtig, der Inhalt. Das liegt daran, dass Sie gerade bei einem Poster sehr stark auf die optische Aufbereitung achten. Und viele Poster sehen erstmal ganz schön aus, aber wenn man sie liest, denkt man, viel ist jetzt irgendwie nicht hängen geblieben. Achten Sie deshalb darauf, dass alles, was Sie machen, optisch, dazu dienen muss, den Inhalt zu vermitteln. Die beiden müssen Hand in Hand gehen. Geschmäcker sind verschieden und das, was die einen langweilig und unmotiviert finden, finden andere gerade nüchtern, sachlich und seriös. Das heißt, das, was die einen visuell überfordert, fordert die anderen positiv heraus. Und daraus folgt, dass sie nur eins tun können, nämlich abwägen, variieren und testen. Sie müssen ihr Poster vorführen und zwar so vielen Personen wie möglich. Und jetzt habe ich noch einen ganz allgemeinen Gestaltungshinweis für Sie, der mit meiner Lieblingszahl zusammenhängt und das ist die 3. 3 ist eine gute Zahl. Angeblich haben die Menschen ursprünglich folgendermaßen gezählt. 1, 2, 3, viele. Trotzdem wussten sie immer genau, wenn von 300 Schafen eines gefehlt hat. Das sollten sie allerdings ihrem Publikum nicht zumuten. Versuchen sie daher, wenn es geht, sich auf 3 zu beschränken. Und das betrifft vor allem grafische Elemente. Dazu zählen unter anderem auch Texthervorhebungen, also Fett, Kursiv, verschiedene Schriftfarben oder auch Schriftgrößen.
Und hier sehen Sie, haben wir allein schon 4 verschiedene. Je mehr solcher Möglichkeiten Sie nutzen, desto mehr nähern Sie sich dem, was man Poster Noise nennt. Das heißt, die Menschen sehen auf Ihrem Poster den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Versuchen Sie daher, sich auf 3 zu beschränken. Beim Thema Grafiken stellt sich die Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Auch hier müssen Sie die Rechte beachten. Und wenn Sie eine PowerPoint nur im Seminar vorführen, ist das eine Sache. Wenn das Ganze aber auf Video aufgezeichnet und bei YouTube hochgeladen wird, ist es schon was anderes. Was also tun? Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, wie Sie an Bilder kommen können, deren Rechte Sie gar nicht beachten müssen. Erstens, selber machen. Werden Sie kreativ. Und auch wenn Sie denken, dass Sie keinerlei künstlerisches Talent haben, macht es überhaupt nichts. Erinnern Sie sich an das zurück, was Sie im Kindergarten gemacht haben. Das sind meistens ikonografisch wunderbar wirksame Methoden. Oder geben Sie Ihrer kleinen Schwester Fingerfarben in die Hand und lassen Sie sie zum Beispiel viele bunte Hände auf ein Stück Papier machen. Dann haben Sie bereits einen wunderbaren Hintergrund für ein Poster zum Thema Diversität. Sie können außerdem die Grafiken nutzen von den Programmen, mit denen Sie arbeiten. Da habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Wenn Sie Ihr Poster zum Beispiel mit PowerPoint erstellen, haben Sie hier den Tab Einfügen. Dann finden Sie verschiedene Formen, wie zum Beispiel diese beiden hier, die Sie direkt einfügen können, und das sieht dann so aus. Außerdem können Sie im Internet nach gemeinfreien Bildern suchen und da ist mein Tipp für Sie Wikimedia Commons. Wenn Sie in der Wikipedia den Artikel zur Französischen Revolution aufrufen, dann wird Ihnen ganz oben dieses berühmte Bild gezeigt. Wenn Sie dann direkt auf das Bild klicken, kommen Sie auf diese Seite, auf die Commons. Und dort finden Sie die Angabe, ob Sie den Urheber angeben müssen oder können. In diesem Fall können Sie, das heißt, das Urheberrecht ist ausgelaufen. Ich würde Ihnen allerdings trotzdem empfehlen, es anzugeben. Das ist auch ganz einfach. Sie klicken einfach hier rauf und dann wird Ihnen angezeigt, was Sie genau angeben müssen. Es ist sogar schon markiert. Sie müssen also nur noch STRG C für Kopieren drücken und das Ganze auf Ihrem Poster einfügen. Ich habe Ihnen nochmal eine Liste zum Aufbau des Posters zusammengestellt. Sie können sich dabei auch an den Fragen zum Textverständnis orientieren. Die Fragen zum Textverständnis lauten: Was? Was sind die Fragen und die Hauptthesen des Textes, den Sie zusammenfassen wollen? Wie? Welche Methoden, welche Struktur oder welcher Argumentationsgang liegt vor? Für wen? Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn Sie zum Beispiel einen Text von Immanuel Kant, eine seiner großen Kritiken, zusammenfassen wollen, dann müssen Sie beachten, dass Kant diesen Text für ein akademisches Publikum, männlich, weiß, europäisch, im 18. Jahrhundert geschrieben hat. Ihr Publikum sieht höchstwahrscheinlich etwas anders aus. Das heißt, das ist etwas, was Sie bei der Aufbereitung des Textes beachten müssen. Dann kommt noch einmal was, nämlich, was ist das Ergebnis? Werden die Fragen beantwortet? Werden die Hauptthesen belegt? Außerdem gehört auf das Poster eine Kopfzeile, zum Beispiel der Titel des Werks oder des Konzepts, das Sie vorstellen, und der Autor oder die Autorin. Ganz wichtig Ihr Name, das Logo Ihrer Universität zum Beispiel und der Titel des zugehörigen Seminars, wenn Sie es als Seminararbeit anfertigen. Wenn Sie zum Beispiel das Poster auf einer Nachwuchskonferenz präsentieren, können Sie hier den Titel der Konferenz einfügen. Und ganz, ganz wichtig, die Fußzeile. Dort gehören die Literaturangaben und auch die Bildnachweise hin. Und das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen. Hier sind noch ein paar allgemeine Tipps zum Thema Aufbau des Posters. Wählen Sie eine gut lesbare Schriftart ohne Serifen, zum Beispiel Arial. Wählen Sie den Text nicht zu klein. Für ein Poster in der Größe A1 empfiehlt es sich, 110 pt für die Hauptüberschrift und 20 pt für die Fußnoten zu nehmen. Und gleichwertige Textteile sollten auch gleich groß sein. Um zu testen, ob das Ganze gut funktioniert, gerade die Schriftgröße, müssen Sie das Poster ausdrucken. Aber das müssen Sie nicht teuer im Copyshop machen. Ich zeige Ihnen, wie Sie das mit Ihrem eigenen Drucker relativ einfach machen können. Gehen Sie zunächst über die Druckoption auf Print to PDF. Das heißt, Sie erstellen als allererstes eine PDF, die Sie dann anschließend über den Drucker ausdrucken. Dort können Sie unter Skalierungsart große Seiten aufteilen wählen. Es empfiehlt sich ungefähr 75% und Sie sehen auf der rechten Seite, dass auf dem A4-Blatt nur ein kleiner Teil des Gesamtposters gedruckt wird. In diesem Fall erhalten Sie 16 solcher Blätter, wenn Sie sie dann ausdrucken.
Diese können Sie dann zusammenkleben und Sie haben das Poster in Originalgröße und können prüfen, ob die Schriftart zum Beispiel gut lesbar ist, ob die Schriftgröße zu klein oder vielleicht sogar zu groß ist. Drittens, lassen Sie genügend Platz zwischen den einzelnen Elementen und grenzen Sie diese ab, zum Beispiel durch Kästchen. Hier sehen Sie, dass wir auch wieder zurück zur Frage kommen, was das Ganze mit Comics zu tun hat. Sie müssen den Lesefluss beachten. Dass wir hier bei uns von links oben nach rechts unten lesen, sagt Ihrem Publikum noch nicht, ob es von links nach rechts oder von oben nach unten lesen muss. Und Sie haben wie in einem Comic so etwas wie Panels. Sie haben verschiedene grafische Elemente, die nebeneinander und untereinander angeordnet sind. In einem Comic haben Sie in der Regel so etwas wie einen Bewegungsablauf, der Ihnen ganz klar sagt, wie gelesen werden muss. Das haben Sie auf dem Poster in dieser Form natürlich nicht. Das heißt, Sie müssen auf dem Poster auch so etwas wie einen Bewegungsablauf simulieren, der Ihrem Publikum sagt, wie es lesen muss. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel überhaupt nicht klar, ob von links nach rechts oder von oben nach unten gelesen werden soll. Um nun die Bewegung, also den Lesefluss, klarer zu machen, können Sie das Ganze durchnummerieren. Das ist zwar etwas nüchtern, aber es funktioniert ungemein gut. Sie können natürlich auch etwas benutzen, was tatsächlich eine Bewegung darstellt, nämlich einen Pfeil. Und wie Sie sehen, tatsächlich kann man hier gleichermaßen von links nach rechts und von oben nach unten lesen. Und zum Schluss müssen Sie sagen können, I did it my way. Denn es gibt nicht das eine Rezept für ein gutes Poster und Sie werden sowieso nie alle zufriedenstellen können. Dafür müssen Sie als erstes den Text, den Sie behandeln, zu Ihrem Text machen. Nutzen Sie dafür die Freiheiten, die Ihnen das Seminar bietet, indem Sie zum Beispiel das Poster erstellen sollen. Wenn Sie ein bestimmtes Thema aussuchen können, ist das schön. Wenn Sie ein Thema vorgegeben bekommen, versuchen Sie innerhalb des Textes gerade die Stellen zu finden, die Sie besonders interessant finden. Und das müssen gar nicht die Stellen sein, die Sie gut finden. Nein, das können auch die Stellen sein, die Sie besonders blöd finden. Suchen Sie nach etwas Kontroversem. Das funktioniert immer. Also, bleiben Sie sich treu. Da es nicht das eine Rezept für ein gutes Poster gibt, können Sie, wie gesagt, nie alle zufriedenstellen. Sie müssen aber schon die Kritik von anderen einholen. Sie müssen diese Kritik dann konstruktiv aufnehmen, aber Sie müssen sie auch prüfen. Und wenn Sie sich total unsicher sind, ob Sie zum Beispiel eine Hintergrundfarbe wählen sollen oder lieber das Ganze weiß lassen sollen, weil die einen sagen so, die anderen sagen so, machen Sie eine Pro- und Kontraliste und wägen Sie ab. Am Ende müssen Sie entscheiden. Und wenn Sie es schaffen, dass Sie ein Poster gestalten, das auch Sie selbst nach 3 Jahren noch gerne an Ihrem Kühlschrank hängen haben, dann haben Sie es geschafft. Das war mein Tutorial zum Thema, wie gestalte ich ein wissenschaftliches Poster. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich danke Black Dog Comics dafür, dass ich in ihren Räumen drehen durfte.